Guten Morgen, Leute, ich grüße euch heute am Montag zu einer weiteren Mitfahrt. Ja, wenn ich heute nicht so spritzig sein sollte, dann hat das nichts mit Müdigkeit zu tun. Der eine oder andere, der es mitverfolgt hat, hat ja mitbekommen, dass das Wochenende nicht so fröhlich war. Das heißt, die ganze letzte Woche war nicht so toll. Und leider ist diese Geschichte am Freitag, als ich in dem Video gesagt habe, diese Woche hat es in sich, ja, hat diese Phase leider immer noch nicht abgerissen. Am Samstag ist leider unser ältester Hund, die Dolly, nach 16 Jahren und 8 Monaten von uns gegangen. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Nachricht, die mich dann am Sonntag erreicht hat, wo wir erfahren mussten, dass ein Mensch gestorben ist, sehr plötzlich auch, unerwartet. Jemand, den meine Frau und ich gerne noch kennengelernt hätten. Leider ist es jetzt nicht mehr dazu gekommen. Das hat uns also wirklich so ein bisschen gestern umgehauen. Am Samstag ging es ja noch. Da ist zwar unsere Dolly von uns gegangen, aber ich sag mal so, wir waren ein bisschen abgelenkt. Wir hatten was zu tun. Enkel Theo war da. Das war alles ablenkend und gestern Vormittag, wo wir dann wieder alleine unter uns waren, zu zweit mit nur noch 3 Hunden, ja, da ging es irgendwie los, dass meine Frau meinte, da wird doch was fehlen, da wäre irgendwie jetzt ein Loch. Und ich war auch ein bisschen überrascht, weil sie in der Vergangenheit immer davon geredet hatte, dass wir abbauen mit der Anzahl der Hunde. Nein, wir hatten ja bis 2019 5, dann 4, jetzt sind es nur noch 3. Und ich sag mal, die ganze Zeit in der Vergangenheit hat sie immer anders gesprochen. Hat sie immer gemeint, da kommt kein neuer Hund mehr ins Haus. Ich habe das offen gelassen. Das ist so, die Arbeit, die hilft, die lenkt ab. Man hat es richtig gemerkt. Eben gestern, wo dann quasi nichts mehr oder nicht viel zu tun war, eben Sonntag halt, da ist einem das erstmal so richtig bewusst geworden. Und am Nachmittag, wo wir eigentlich nicht mehr damit gerechnet hatten, dass es, dass da noch einer oben drauf gesetzt wird, da haben wir dann diese Nachricht erhalten, die uns wirklich ganz schön geschockt hat. Wir sind im Grunde immer noch dabei, das zu verdauen. Das mit der Arbeit und der Ablenkung, da musste ich eben dran denken, dass mein Vater mir mal erzählt hat, als meine leibliche Mutter, seine Frau, tödlich verunglückt ist bei einem Autounfall. Das ist ja schon weit über 50 Jahre her. Da war es auch so, dass er Ablenkung brauchte und er wollte arbeiten.
Und er wollte sich mit der Arbeit ablenken. Aber er hatte ja ein Geschäft. Er war ja selbstständig. Und da bist du davon abhängig, dass Leute ins Geschäft kommen. Wenn diese Leute aber dich, den Inhaber und die Inhaberin, gut kennen, dann haben diese Leute manchmal Hemmungen, ins Geschäft zu gehen und im Grunde, ja, sich mit normalem Kram zu beschäftigen, ja, anzukommen, zu sagen, hier, meine Uhr ist kaputt. Und das, wo sie wissen, dass der junge Inhaber gerade seine Frau und die Mutter seiner beiden Kinder verloren hat, das hat dann viele davon abgehalten, hinzugehen, was natürlich für meinen Vater dann sehr tragisch war, weil ihm die Arbeit, die er gerne gehabt hätte, zur Ablenkung gefehlt hat. Bei mir ist es anders. Es dreht sich alles weiter. Es hatten ja auch Leute danach gefragt, wie das so ist für die anderen Hunde. Also ich kann euch nur sagen, ich will das nicht in Abrede stellen, dass es auch Hunde gibt, die trauern, die auch stärker trauern über den Verlust eines anderen Hundes. Aber das ist auch sehr davon abhängig, wie stark diese Hunde eben miteinander verbunden waren. Und bei uns war das so, die Dolly hat so ein bisschen eine separate Rolle gespielt und war jetzt, außer jetzt im Alter, nicht so anlehnungsbedürftig mit den anderen Hunden. Aber Hunde gehen eh ganz anders damit um. Die hängen nicht so an solchen Situationen. Die wollen raus, die wollen fressen. Und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, wenn jetzt bei uns die Ressourcen, also die Nahrung für unsere Hunde knapp wären, oder die Ressource knapp wäre, dann wäre es sogar so, dass, ich meine, so ein Hund in dem Sinne freut sich nicht wie ein Mensch, aber dann würden die verbleibenden Hunde es in Anführungsstrichen sogar gut finden, dass einer weniger ist, weil ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Hunde sind da sehr, sehr pragmatisch. Ich meine, wir merken wohl unserer alten Jenny an, denn die hat sich in der letzten Zeit immer doch stark bei der Dolly angelegt. Und ich sag mal, im Gegensatz zu früher hat die jetzt überhaupt keine Probleme mehr damit gehabt, hat es laufen lassen oder geduldet. Und ja, unserer Jenny, also im Grunde der Hund, der jetzt am ältesten ist, der hat sich da immer doch ziemlich angelehnt. Vielleicht auch spürend, dass es der Dolly nicht mehr so gut geht, obwohl es ging wahnsinnig schnell. Es war wirklich so, die ist letzte Woche Dienstag, also noch gelaufen wie ein Uhrwerk, so wie man es in dem Video vom Samstag, was ich ja montags reingestellt hatte, sehen kann. Hat auch am Mittwochmorgen noch normal gefressen. Dieses dann mittags plötzlich erbrochen und ab da absolut appetitlos, überhaupt nicht mehr bereit, Nahrung aufzunehmen. Jegliche Versuche haben gescheitert. Also früher war es mal so, wenn man ihr Futter so direkt an die Schnauze gedrückt hat, dann hat sie noch mal was genommen oder so. Nein, sie hat es fast wie ausgespuckt. Wir sind dann ja hin zum Tierarzt am Donnerstagnachmittag. Der hat dann er hat dann Temperatur festgestellt, hat entsprechende Spritzen gegeben, hat aber klipp und klar gesagt, am Donnerstagnachmittag, morgen am Freitagmittag muss sie wieder stehen und fressen. Und
Ja, ich habe mich richtig gefreut, als ich dann am Freitagvormittag gehört habe, dass sie aufgestanden ist, dass sie rumgelaufen ist. Aber sie wollte nicht fressen und das mit dem Rumlaufen war auch nicht doll. Und ja, wir haben dann halt wieder einen Termin gemacht für Samstag. Und der Tierarzt hatte schon zu uns gesagt, wenn sie freitags mittags nicht wieder steht und frisst, dann müssen wir halt ja reden oder eine Entscheidung fällen. Das heißt, meine Frau und ich wussten also schon, was auf uns zukommen kann. Und ja, der Tierarzt meinte dann, es hätte keinen Zweck mehr. Also er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, da sie ja, sagen wir mal, so keine Nahrung zu sich nehmen wollte, die hat die quasi immer wieder ausgespuckt. Ich hatte mit Mühe und Not eine Mini-Antibiotika-Tablette reinbekommen, indem ich hingegangen bin, hab die mit Leberwurst so umwickelt und hab das so ins Maul rein und dann einen Schluckreflex ausgelöst. Also wir konnten uns relativ sicher sein, dass sie die genommen hat. Aber das hat nichts gebracht. Also wir sind dann, ja, er hat dann gemeint, man könnte natürlich jetzt hingehen und könnte Nahrungsbrei herrichten und mit einer Injektionsspritze so ins Maul reinspritzen. Aber er hat gesagt, das könnte uns sehr gut passieren, dass selbst wenn der also in die Speiseröhre geht, dass es wieder so rausläuft, dass der Hund es so rauslaufen lässt. Und da meinte der Tierarzt noch, die nächste Stufe wäre dann im Grunde eine Magensonde, eine künstliche Ernährung. Aber er hat das vorgeschlagen, weil das halt ne, die nächste Möglichkeit wäre. Aber im Grunde mit einem Kopfschütteln und absolut auch in unserem Sinne. Ich meine, für einen jüngeren Hund, der jetzt einen Unfall, eine Verletzung hatte oder krank ist, aber wo man weiß, der kommt wieder auf die Beine, natürlich würde ich da auch sowas machen mit Magensonnenernährung, aber nicht beim Hund, der 16 Jahre und 8 Monate ist und einfach nicht mehr will. Also wir fanden, dass sie deutlich gezeigt hat, dass sie nicht mehr will. Und es war ja so, wir waren ja in der Vergangenheit immer mal wieder beim Tierarzt, weil sie ja eben diese Probleme hatte mit Nieren und Bauchspeicheldrüse. Und jedes Mal, wenn wir da hinkamen und er hat ihr so einen kleinen Katzenstick hingehalten, hat sie den gefressen, wo sie bei uns dann schon nicht mehr gefressen hat. Und wir haben gesagt, Mann, und am Samstag war es so, da hat meine Frau so nicht ernst meint gesagt, also wenn wir jetzt da hinkommen und die frisst wieder den Katzenstick, dann fasse ich es nicht mehr. Aber ich sage euch, kein Stück. Und da hat der Tierarzt dann nur gesagt, was wollen wir machen? Ja, wir haben kurz überlegt und er hat gesagt, ja, heute oder Montag. Er hat nicht gesagt, ja, kommen Sie an meinem Lauf für der nächsten Woche. Er hatte mir ja klar zu verstehen gegeben, dass man es nicht so laufen lassen kann, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass der Hund relativ kurzfristig und qualfrei eines natürlichen Todes stirbt. Und ja, da haben wir dann natürlich, ich muss immer mal wieder gucken, ja, ich bin so verunsichert mit der Kamera. Ja, da haben wir es natürlich dann durchgezogen. Ich habe es ja in der Vergangenheit immer so gemacht, also bei den drei Hunden, die, seit ich in Hessen lebe, von uns gegangen sind, da war bei allen drei Terminen der Tierarzt bei uns zu Hause. Nun muss ich aber sagen, das waren ja größere Hunde, was weiß ich,
13, 14 und 20 Kilo. Da war es ein bisschen anders gelagert. Wir haben es jetzt, sie war ja schon richtig apathisch, wie weggetreten. Konnte ja auch kaum stehen und so. Ist zwar verrückterweise, als wir dort beim Tierarzt waren am Samstag dann, aber das ist so ein bisschen wie bei unserem Barry 2019 gewesen. Kurz bevor der Termin mit der Spritze war, ist er auch noch mal rumgelaufen, dass du gedacht hast, was ist jetzt los? Aber das war vielleicht auch nur so ein Aufbäumen. Nein. Wir haben es dann da durchgezogen, haben sie natürlich dann mitgenommen nach Hause. Und es war auch die Überlegung, wie machen wir das, aber wir waren uns da mit unserer Tochter einig, dass Theo das durchaus mitbekommen soll und die Möglichkeit haben soll, sich eben zu verabschieden. Und man kann es ja auch im Video sehen, er kriegt mit, wie das ist. Na, hat ja gesagt, die Dolly war ein toller Hund und dann kam der Tod. Ja, irgendwann kommt bei uns allen der Tod. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt von euch und ich denke da auch an bestimmte, die so ein bisschen speziell auch an der Dolly gehangen haben, wegen Parallelen, natürlich nicht begeistert sind über dieses doch ein bisschen traurige Video oder Thema heute, aber es ist nun mal Fakt. Und ich habe mir doch so gewünscht, dass diese Woche besser läuft und irgendwie, gut, das ist natürlich jetzt Scheiß halt, aber es ging heute Morgen schon los, an der Leitstelle hat es nicht gefluppt, irgendwie mit dem Drucker, mit den Papieren und auch jetzt konnten die da keinen richtigen Frachtbrief ausdrucken, müssen sich da später mit der Firma auseinandersetzen. Naja, das ist natürlich nix halt, ne. Kleine Ärgerlichkeiten, ja. Möchte mich natürlich nochmal bedanken für die Anteilnahme am Tod von Dolly. Aber ich sag euch ganz ehrlich, klar hätten wir es auch gut gefunden, wenn sie noch Wochen, Monate oder sogar Jahre gemacht hätte. Aber da das ja schon vor anderthalb Jahren, glaube ich, war, wo der Tierarzt gesagt hat, ich kann nicht sagen, inwieweit eine Schädigung der Nieren schon fortgeschritten ist. Also wenn ich daran zurückdenke, dann muss ich sagen, da hat sie ja doch noch eine richtig lange und wirklich gute Zeit gehabt. Wenn ich zurückdenke, wir waren letztes Jahr im September noch im Urlaub am Strand, sie war mit dabei. Also das ist schon eigentlich so, dass man dafür schon dankbar sein kann. Wie gesagt, total verwundert bin ich über meine Frau, die also immer nur davon, also die schon als Hund Nummer 5, also 2019 gegangen ist und ich im Entferntesten nicht daran gedacht habe, schon gar nicht kurzfristig oder frisch danach irgendwie einen anderen neuen Hund zu holen, hat sie schon so Sachen gesagt, wie es kommt mir kein weiterer oder neuer Hund ins Haus und dann auch so in der Vergangenheit und jetzt plötzlich spricht sie davon, da ist eine Leere, da fehlt was. Sie vermisst, man muss sich das mal vorstellen, sie vermisst in Anführungsstrichen den Stress, den man hatte wegen dem alten Hund, denn man musste immer gucken morgens, ob sie schon auf war,
Und wenn sie dann schon auf war und ruhelos hin und her lief, war es eigentlich ja häufig so, dass auch ein Malheur passiert war. Und da war man schon immer auf der Hut. Und es ist bescheuert, aber selbst das fehlt einem. Ja, oh, irgendwie wird es mir ganz schön bullig. Aber ich glaube, Leute, ich muss ausnahmsweise mal eine rauchen. Mir ist absolut danach. Ihr wisst ja, normalerweise mache ich das nicht. Oder sehr selten. Aber irgendwie ist mir jetzt einfach mal danach. Ja, war auch ein bisschen blöd. Ich musste eben noch ein bisschen warten. Aber das ist das Gute bei meiner Frau und mir. Wir sind da irgendwie, passt es halt. Ich sag mal, sie, jetzt bin ich der im Grunde derjenige, der so ein bisschen bremst. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ja zwei Hunde mit in die Beziehung gebracht. Hund Nummer 3 war ja ein Welpe. Ja, es waren damals 2 Hündinnen und die wir schon beide gleich mochten, aber eine war in Anführungsstrichen die Lieblingshündin oder eine war so, dass wir gesagt haben, davon hätten wir gerne Nachkommen. Gerade schon was los hier. Und das haben wir ja auch realisiert und da waren es dann 3. Ja, und unsere Dolly, die war ja gar nicht geplant. Aber da habe ich mir überlegt, so, ich sag mal, das möchte ich heute nicht machen. Vielleicht mache ich es Mittwoch, vielleicht mache ich es Freitag oder was. Und zwar so ein bisschen, ich habe sie ja schon mal erzählt, die Geschichte der Dolly, aber vielleicht noch mal so komplett halt, wie das Leben so für Dolly und mit Dolly war und wie wir so an sie dran gekommen sind. Ja, da vorne gibt es irgendwelche Unklarheiten. Scheibe wischen hier. Aber eins kann ich habe das schon damals als 2019 unser Barry gegangen ist, gesagt, ja, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber es gibt nichts Besseres, wenn man einen Hund verliert, als dass man dann noch welche hat. Denn die, wie gesagt, gehen anders damit um, die stehen parat, die wollen um 2, 3 Uhr raus. Ob der andere jetzt mitkommt, dabei ist, krank ist oder tot ist, da sind die, na, die stehen da und das lenkt natürlich ab oder das lässt das Loch nicht riesengroß werden. Ich habe mir so vorgestellt, wie das wäre, wenn man jetzt nur einen Hund hat, was das eigentlich für einen großen Verlust dann darstellt, für ein Loch reißt. In unserem Fall, ich sag mal so, wir haben uns und wir haben noch 3 Hunde. Das macht schon was aus. Das lässt einen schon besser mit der Situation umgehen. Ich meine, man ist viel in Gedanken bei den Verstorbenen, sag ich mal. Das bleibt gar nicht aus.
Kontrolle. Ja, noch läuft alles da. Ich weiß nicht, aber am Wochenende mal so ein bisschen Art resettet. Ich wollte auch ein Update machen, aber da bin ich schon wieder nicht klargekommen. Meine Frau fing schon wieder an und sagt, hol dir die neue Kamera. Aber ja, ich kann mich da nicht durchringen. Das heißt, ich habe jetzt Entscheidung gefällt. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn Ende dieser Woche das und das passiert, dann hole ich eine neue oder hole keine. Also habe die Entscheidung von anderen Faktoren abhängig gemacht. Schauen wir mal. Heute Nacht bin ich gut durchgekommen, war aber so eine Mischung aus Regen, ein bisschen Schneeregen. Soll auch teilweise innen ab Mittwoch Niederschlag und Kälte, also sprich hohe Glättegefahr, auftreten. Aber dann nächste Woche, so wie ich jetzt von meinem Staplerfahrer gehört habe, zweistellige Temperaturen, also ein richtiger Durchbruch, frühlingstechnisch. Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Kurz durchlüften, sorry. Boah. So, und jetzt wird es auch wieder leise. Ja gut, die Kleinigkeiten jetzt am Anfang der Woche, die will ich mal nicht so werten. Die Woche hat noch alle Chancen, gut zu werden. Ah, schöner Hundekopf. Wie gesagt, alle Chancen, gut zu werden. Und auch die Chancen, guten Abschluss hinzulegen. Ob diese Woche das nutzt, weiß ich nicht. Man wird sehen. Ja, hier ist jetzt gesperrt. Vollsperrung irgendwie von der Abfahrt. Ich habe keine Ahnung, was hier machen. Ich vermute mal hier eine Baustelle. Ne? Ja, klar, ey. Gerade habe ich noch so gedacht, der ist so gerade mal eben ausreichend entfernt, ja. Und dann quetscht er sich noch hier rein.
oben sieht es auch nicht gut aus. Ach, ist da Rückstau, ey. Mann. Ja klar, die wollen alle jetzt hier raus, weil die andere Abfahrt ist auch gesperrt irgendwie. Naja, gut, ich habe da... Indirekt hätte man nur was damit zu tun, ne? Wenn man jetzt deutlich später herunterkommt. Also morgens früh ist dieser Stau halt noch nicht, wenn ich hier durchkomme. Aber das ist ja auch, ja, mehr um 6, also 3 Stunden früher. Nein, gut, bei meiner Frau ist das so, die hat natürlich jetzt, ja, für die ist das schlimmer, weil sie hat halt sich auch mehr kümmern müssen, denn na, ich bin ja doch einige Stunden am Tag weg. Natürlich habe ich nachmittags es mitbekommen und Anteil genommen oder mich auch gekümmert um unsere alte Dolly oder am Wochenende. Aber eben so tagsüber war es schon mehr oder weniger meine Frau, die das gemacht hat und die mir auch morgens berichtet hat, wie unsere Dolly drauf ist. Und es ist natürlich jedes Mal erfreulich gewesen, wenn sie mir dann mitgeteilt hat, ja, die ist gut drauf, hat gut gefressen. Da war eigentlich, ja, da wusste man schon mal, der Tag wird gut. Aber sie hat ja auch, wie gesagt, ein stolzes Alter erreicht. Also ich habe ja jetzt seit 40 Jahren Hunde, ununterbrochen, nie eine Pause und auch schon seit vielen Jahren, also 2 beziehungsweise, wir haben überlegt, 6 Jahre lang haben wir 5 Hunde gehabt und fast 17 Jahre lang 4 Hunde. Das sind schon Sachen, da gewöhnt man sich dran. Und ja, ihr fehlt das jetzt. Ich sag, ihr fehlt es wirklich, ja, fast schon ein bisschen die Sachen, die man eigentlich auch als stressig und negativ empfunden hat, dass der Hund halt im Alter nicht mehr hundertprozentig sauber war, dass immer mal wieder was passieren konnte und so, ja. Das verrückterweise fehlt ihr jetzt. Und sie hat gestern, wie gesagt, so Sachen gesagt wie, ja, wir brauchen neues Leben in der Bude. Wie gesagt, wir sind da zum Glück, ergänzen wir uns da. Wenn der eine übers Ziel hinausschießt, bremst ihn der andere und umgekehrt. Und ich will natürlich, dass sich jetzt einfach erstmal alles setzt und dass wir erstmal schauen, wie das so läuft, jetzt diese Woche oder die nächsten 2, 3 Wochen. Und wenn man dann in 2, 3 Wochen, ja, immer noch das gleiche Gefühl hat, dann kann man ja drüber nachdenken. Ja, das Video von letzte Woche Montag, also das Video, wo der Auflieger brennt, schlägt immer noch Wellen. Sieht fast so aus, als wenn sich das so entwickeln könnte wie das Video Alter Hund, die letzten Minuten in seinem Leben. Ich weiß es nicht, ist mir aber auch egal. Sind viele neue Abonnenten dazugekommen, die ich natürlich herzlich willkommen heiße.
Wie gesagt, sorry, wenn ich heute nicht so in so einer super Stimmung bin. Und ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, kann es nur noch mal sagen. Es ist hier kein Kanal, wo hier jede Woche ein Auflieger brennt oder sonstige üble Action passiert. Eigentlich liebe ich und auch meine Zuschauer hier es doch relativ ruhig und entspannt. Aber wenn natürlich mal irgendwelche Action aufkommt und ich die Möglichkeit habe und dann mache ich auch schon mal davon ein Video. Ich fand das schön, da hatte jemand geschrieben, deine Videos sind wie aus dem Leben. Ja klar, das ist ein Stück von meinem Leben, diese Videos. Ich meine, was hier die Arbeit betrifft, das ist natürlich schon ein größeres Stück. Zumindest die Woche über. Ja, Alter, was machst du denn hier, ey? Irgendwie. Denn da irgendwie ein Verzug und ich kann ihn umgehen? Na, eine Minute, naja, das lassen wir jetzt erstmal offen. Ach ja, es ist doch ein Blödsinn, ey. Was zieht der Rote da ab? Entschuldigung. Also das ist jetzt so ein bisschen so, ja, so eine Art Elefantenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allen Dingen jetzt am Tage. Er kommt ja überhaupt nicht vorbei. Ich sehe gar nicht, dass er in irgendeiner Form, ja doch, jetzt so langsam, ja gut, jetzt fuhr aber gerade der vor uns auch mal kurzfristig nur 83,4. Das heißt, der fährt im Moment nur 83,84. Eben fuhr aber 89. Jetzt so langsam robbt sich der Rote da vorbei. Ja, das laufen wir natürlich auch auf. Aber wollen wir erstmal einen Abstandstempo machen. Gleich kommt nämlich die Brücke, wo sie immer schön kontrollieren. Meiner ist ja so, in den 40 Jahren habe ich ja schon einige Hunde zu Grabe getragen und ich sag mal so, man gewöhnt sich natürlich nicht daran, aber man lernt schon, ja. Ja gut, ich muss sagen, wo der erste Hund bei mir gegangen ist, war auch schon ein zweiter da. Da war auch schon wieder diese Situation, dass ich immer noch meine Ablenkung hatte. Aber es war auch so, dass halt, ja, bei den ersten Malen die Hunde nicht so alt geworden sind. Also ich meine mit 10,5 Jahren, das zwar auch schon durchaus einem normalen Hundeleben entsprechen kann. Ja, große Hunde werden nicht so alt, die werden 10, 12 Jahre.
Es gibt Rassen, die sogar nur eine Lebenserwartung von unter 10 Jahren haben. Ich meine, ich habe damals, ich habe schon mal gesagt, ich stehe bei Hunden auf wartungsarm, also sprich kurzes Fell, keine Arbeit. Und ja, ich sag mal so, mich reizt kein Hund, der sehr, sehr teuer in der Anschaffung ist, sehr spät erwachsen. Also als Beispiel, nur als Beispiel, es gibt auch andere Rassen, die ähnliche Kriterien erfüllen. Aber als Extrembeispiel die Dogge, teuer in der Anschaffung, teuer im Unterhalt, spät erwachsen, teilweise erst mit 3 Jahren und früh alt und früh tot. Und da habe ich schon so ein bisschen drauf geachtet. Und ich sag mal, der Pinscher ist ein Hund, der hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 15 Jahren und ja, hält sich in der Anschaffung preislich in Grenzen, auch im Unterhalt, und man hat sehr lange was davon. Man kann damit natürlich nicht so viel Welle machen, aber das ist eine Sache, die brauche ich eh schon lange, lange nicht mehr. Ich bin ehrlich, vor 40 Jahren, als ich angefangen habe mit den Hunden, jung war, da bin ich voll drauf abgefahren, als ersten Hund einen Rottweiler zu haben. War so ein Hund, der so richtig was darstellt. Aber ich sag mal so, im Laufe der Jahre verändert man sich. Und heute brauche ich das überhaupt nicht mehr. Damals fand ich das auch gut, mit dem Hund an der Leine irgendwo rumzulaufen. Heute, also schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren, im Grunde seit 20, also ich habe früher schon die Hunde freilaufen lassen, aber seit ich also dort in Hessen lebe, auf dem Dorf, ist die Leine so gut wie gar nicht mehr im Einsatz. Ich achte darauf, dass ich die Hunde vernünftig erziehe, sodass ich es mir erlauben kann, sie frei laufen zu lassen. Und ich muss auch gar nicht mehr mit meinen Hunden irgendwie unter Leute oder zeigen, was ich für einen tollen Hund habe, für tolle Hunde. Nö. Klar, wenn wir natürlich wegfahren in Urlaub oder so, dann wird man halt gesehen. Es bleibt ja nicht aus. Aber es ist nicht so wie früher, wo man so ein bisschen auch das gesucht hat, ja, den Hund gerne mal überall mit hingenommen hat, mal, um ihn quasi auch so ein bisschen zu zeigen und so. Nee, damit haben wir gar nichts mehr zu tun. Wir sind eigentlich jedes Mal froh, wenn wir unsere Runden drehen und im Grunde für uns sind. Ich brauche keine Begegnungen mit anderen Hunden, weil ich ja eben mehrere habe. Obwohl es kein Problem ist. Also wir haben immer mal wieder Begegnungen, kennen ja auch die meisten, und meine Hunde sind da ja auch recht cool. Boah, geht der ab hier? Weh, hat er jetzt gehupt oder was? Nee, das kann er doch jetzt nicht ernst meinen, irgendwie. Erstmal blinkt er überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, was er vorhat. Will er weiter durchziehen? Will er hier rein? Und ich fahre nur ganz normal wie der Vordermann, mehr oder weniger. Das heißt, gut, er fährt 1-2 Kilometer langsamer. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er jetzt ja... Ich meine, ich kann ja jetzt mithalten, ich habe jetzt auch ein Horn. Ja, jetzt gucke ich gerade hier auf Else und nichts mehr mit Ausweichen, weil das Problem scheint sich erledigt zu haben. Das heißt, da gibt es noch ein einminütiges Problem. Aber dafür... ich weiß gar nicht, wo sie uns herschickt. Wollen wir mal schauen, wa? Na, über der 5, ganz normal. Ganz normal. Ach, hoppla, Entschuldigung. Ah.
Boah, ich hatte gestern Abend so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich... Oh no! Boah, geht der mir... Entschuldigt, wenn ich das sage. Ja, ich lasse ihn natürlich raus, aber er geht mir so ein bisschen auf die Eier. Mann, immer der gleiche Kerl, der hier vor mir reinschlört. Mein Gott. Meine Frau fragte gestern auch, aber ist ja normal, montags mache ich das Video immer, bevor ich bei ihr anrufe. Wenn ich natürlich erst später mit starte, dann verspätet sich auch immer der Anruf bei ihr. Wird aber heute nicht der Fall sein. Passt haargenau. Ja, so wie es ja auch aussieht, werden wir so die nächste Zeit, das war ja eigentlich immer nur hin und wieder mal so, ne, dass Enkel Theo bei uns am Wochenende war und jetzt momentan sieht es so aus, als wenn das einmal im Monat zu einer regelmäßigen Geschichte werden wird. Und demnächst sogar mal zwei Wochenenden hintereinander, weil unsere Tochter auf zwei Abschiede von Junggesellinnen, ja. Und das läuft über zwei Wochenenden hintereinander. Aber wir können nichts sagen. Also ich muss sagen, war richtig gut am Wochenende. Ja, ich sag mal so, dass desto häufiger man da zusammen ist, desto mehr schleift es sich auch ein. Na? Er merkt halt, dass er mit bestimmten Verhaltensweisen bei uns einfach keinen Erfolg hat. Und und da er ja ein kleines, schlaues Bürschchen ist, hat er sich die einfach mal abgewöhnt. Ne? Besser ist das für ihn. Ja, alter Verwalter, ey, jetzt komm doch mal aus dem Socken da. Ey, dass der ja immer Überholmanöver macht, die bei ihm gar nichts werden. Das verstehe ich nicht. Warum gehst du raus, wenn du es nicht kannst? Mann. Jetzt geht der auch noch raus, den er überholen wollte. Ey, es ist doch. Da kriegt man doch die Krätze. Ja, ja, was denn? Ach, jetzt, was soll denn so eine Pendelei hier? Entweder gehe ich nach rechts oder ich gehe nicht nach rechts. Ah, es ist... Mag das überhaupt nicht, so ein ungleichmäßiges Gefahr, aber ich verstehe auch nicht, was er da abzieht jetzt. Das heißt, der Grüne da vorne, der scheint ja auch nicht wirklich an dem, was er überholen möchte, vorbeizukommen. Naja. Ah, das gibt's auch gar nicht. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass da irgendwie sich was in der richtigen Richtung tut. Ja.
Ja, aber so ist das, so ist irgendwo das Leben. Da ist ja eben, wie gesagt, am Wochenende der Hund von uns gegangen, aber parallel dazu haben wir ein neues Leben in die Wege geleitet. Also das heißt, wir haben unsere Hasen zusammengesetzt, damit es dies Jahr wieder Nachwuchs gibt. Und so ist das halt. Leben kommt, Leben geht. Und ich sag mal so, für die Hinterbliebenen ist es immer schlimmer als für diejenigen oder diejenige, die es halt trifft. Und wenn es sehr schnell geht, dann ist es noch mal ein Nümmerchen härter für die Hinterbliebenen, obwohl die sich vor Augen halten müssen, dass es natürlich für den oder diejenige eigentlich gut ist, wenn es sich nicht lange hinzieht. Die Fahrt über den Hades oder der letzte Gang oder der Gang über die Regenbogenbrücke. Wenn ich mir vorstelle, bei unserem Barry 2019 war das doch ein bisschen längerer Prozess. Also bei dem war es ja so, der war ja geistig bis zur letzten Sekunde glasklar. Der konnte noch super sehen, riechen, der hatte Appetit, alles. Aber er konnte nicht mehr laufen, ohne zu stürzen. Und er hatte Schmerzen. Das war offensichtlich. Und hier bei der Dolly war es, ja, wenn, dann hat sie ganz, ganz still gelitten. Aber normalerweise erkennt man immer daran, dass Hunde hecheln, wenn sie Schmerzen haben. Aber jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Jetzt will ich den loswerden. Ich will ihn loswerden. Ich will nicht, dass der jetzt so ein drittes Mal mir vor die Nase fährt. Achsel gehoben, der hat nichts drauf. Entweder leer oder wenig. Uns wird es jetzt ein bisschen dauern. Ich meine, der fuhr schon so seine 89 oder was in dem Dreh. 88, 89. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt nicht langsam nah genug dran bin, sehe ich ihn gleich schon wieder da rausziehen bei dem Grauen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt möchte ich doch. Das ist auch ein Felgenpolierer. Alle, die solche Felgen haben, die müssen auch ständig putzen. Ja, es geht doch. Neon Cowboy. Naja. Ach, da fällt mir zu. Er hatte letztens jemand gemeint, ja, vielleicht sieht man sich mal auf dem Trucker-Treffen. Also, nee, mich trifft man nicht auf dem Trucker-Treffen. Mit vier Rohren. Ja, hier müssen wir jetzt immer ein bisschen aufpassen. Letzte Woche haben sie hier nämlich ein oder zweimal mit dem Blitzgerät gestanden.
Und ja, no, da ist wieder ein Gegurke, Leute. Was sagt er ja Richtung Frankfurt? Ja, und da dieses Auto ja wieder echte 89, 90 fährt, muss ich halt schauen. Bei dem anderen Auto konntest du immer mit volle Pulle eingestellt vorbeifahren. Kein Problem, hier wäre es ein Problem. Ach, der Kojic. Der Kojic, den habe ich auch schon einige Male gesehen. Ja. Ja, man konnte gar nicht sehen, ob er eine Glatze hat. Noch an ihm vorbeikommen, an Karl. Einer von denen kommt doch morgens immer nach Gaggenau. Lange Zeit war das ein Fahrer, der immer morgens mit uns, den anderen üblichen Verdächtigen, dort war. Und man kannte sich dann schon, aber irgendwie, ja, gibt es ja immer mal wieder Veränderungen. Leute fahren nicht mehr die Tour, andere fahren die Tour oder halt, ja, das wird nichts hier. Oder irgendwie gab es auch, glaube ich, Veränderungen. Firmen haben nicht mehr die Aufträge und so, also Gedöns. Da unten fährt direkt noch mal die gleiche Firma. Ja, die sind ja von hier unten. Habt ihr das wieder gesehen, wie der mir über der Ecke gezogen ist, ey? Tch, echt. Irgendwann, nicht, dass ich da Bock drauf hätte, glaubt mir, überhaupt nicht. Aber irgendwann bleibt noch mal einer hängen, das weiß ich. Ja, was ist denn jetzt los? Ach so, jetzt kommt die eine Minute Verspätung. Bist du denn für? Ach ja, alles klar. Ich will jetzt nichts sagen. Sonst. Ja, bestimmt wieder irgendeine Tagesbaustelle. Sind sie wieder am Mähen oder sonst was? Wird nichts Besonderes sein. 1:30 Minute, naja. Ankunft haben wir 12:07 Uhr, also alles normal. Aber so war es ja letzte Woche Montag auch. Na, es war alles normal. Ja, Leute, wir sind jetzt an Hartwald vorbei. Ich musste gerade feststellen, dass die Kamera wieder aufgehört hat zu filmen. Und ich habe keine Ahnung, wo die jetzt aufgehört hat. Ich hoffe nicht an einer vollblöden Stelle. Ich werde aber trotzdem dieses Video jetzt beenden und wiederhole mich nochmal mit dem, was ich eben gesagt habe. Ich wünsche euch und mir eine schöne Woche und bleibt mir alle gesund und macht schön gut.